Wissen Sie, wie Borscht entstanden ist? Historikern zufolge gilt diese dicke Gemüsesuppe bei den Ostslawen als Nationalgericht. Früher war dies die Bezeichnung für Bärenklaueintopf, dessen essbare Blätter als Nahrung verwendet wurden. Es ist auch bekannt, dass es mit eingelegtem Gemüse, Kwas oder Sauerteig auf Roggenmehl zubereitet wurde, was in den Nowograd-Jamski-Büchern von 1586 bis 1631 erwähnt wird. Die Rote-Bete-Version wurde später in den Ländern zubereitet, die bis Ende des 18. Jahrhunderts Teil des Commonwealth waren, in Polen, der Ukraine, Litauen, Weißrussland und Moldawien. Die Pioniere bei ihrer Herstellung sind die Kosaken, die ihre Suppe Scherba nannten. Die erste Erwähnung des ukrainischen Borscht geht auf das Jahr 1584 in den Aufzeichnungen des deutschen Handelsagenten Martin Grünweg zurück, der von Lemberg über Kiew nach Moskau reiste. Bereits 1682 wurde in seinem Kochbuch vom Stanislaw Czernecki, dem Hofkoch des polnischen Prinzes und Krakauer Gouverneurs Aleksander Lubomirski, verschiedene Rezepte für das Gericht beschrieben. Bis Ende des 19. Jahrhunderts gab es in seiner Zusammenfassung keine Tomaten und Kartoffeln. Für die Sättigung wurde Hirse in die Suppe gegeben. Rüben wurden vorfermentiert und für die Säure wurde derselbe Kwas, Gurkenwasser oder Weinessig hinzugefügt. In der Kiewer Rus-Zeiten hatte Borscht den Status des Hauptgerichts, bei den prächtigen Festen jener Zeit und bei Hochzeitsfesten. Es war bei der Gedenkfeier besonders wichtig, da man glaubte, dass die Seele des Verstorbenen zusammen mit dem Dampf von den heißen Platten wegfliegt. Teile dieses Video mit deinen Freunden, drück den Like-Button, folge uns und drück die Glocke, dass du ja kein Wissenscocktail verpasst.